Willkommen zu einem kurzen Video aus der Optik wiederum. Ich möchte Ihnen hier ein Beispiel zeigen, wie man eine Lupe verwenden kann. Und zwar eine Lupe nicht nur alleine, sondern auch in Kombination damit einer Zerstreuungslinse. Damit kommt man zu dem, was man auch eine Brücksche Lupe nennt. Ich habe hier auf der Seite hier eine Pluslinse, deren Position ich hier variieren kann. Ich habe hier jetzt zunächst mal einen Gegenstand, der weiter weg ist als der Brennpunkt dieser Pluslinse. Sie sehen, der Brennpunkt ist also hier und dieser Gegenstand erzeugt dann hier zunächst mal ein reelles Bild. Das ist nicht der Lupeneffekt, das ist eine ganz normale Abbildung. Eine reelle Abbildung. Wenn ich die Lupe will, dann muss ich ja eigentlich dann diesen Gegenstandspunkt hier näher als der Brennpunkt zur Lupe bringen und dann erhalte ich ein virtuelles Bild. Das ist jetzt der Fall. Wir sehen da jetzt, das Bild ist vergrößert, ist virtuell aufrecht. Wenn jetzt hier ein Auge wäre, würde das Auge hier diesen Gegenstand vergrößert wahrnehmen als virtuelles Bild. Jetzt kann man diese Situation aber noch für gewisse Belange verbessern, indem man auch vor allem dann den Abstand zwischen dem Gegenstand und der Lupe vergrößert. Dabei wird zunächst mal der Gegenstand wiederum hier hingesetzt irgendwo, wo dann eigentlich ein reelles Bild entsteht. Und man verwendet jetzt eine zweite Minuslinse, die man so in die Situation hineinbringt, dass diese Minuslinse ein Bild erzeugt, das, wie wir hier sehen, auf der linken Seite vergrößert und aufrecht erscheint. Ein bisschen reinzoome. Wir sehen, wenn man die Strahlen anschaut, wir haben jetzt hier einmal diesen Gegenstandspunkt, der normalerweise hier diesen Bildpunkt erzeugen würde, aber diese Minuslinse mit ihrem Brennpunkt erzeugt jetzt hier ein virtuelles Bild, das dann auch hier erscheint. Und wenn wir die Strahlkonstruktion anschauen, dann können wir sagen, wenn ja die Strahlen hierhin wollen, von diesem Gegenstand, von der Pluslinse aus gesehen, dann ist auch ein Strahl, der hierhin gehen würde, dieser hier. Und der geht ja dann auch hier durch diese Minuslinse durch, kommt dann nach in diese Richtung. Und ein zweiter Strahl, der zu diesem Punkt laufen würde, wäre dieser hier, der horizontal läuft. Und der geht ja nachher durch den Brennpunkt hier, durch den virtuellen Brennpunkt der Minuslinse, geht es auch da nach oben. Und die zwei Strahlen hier treffen sich nachher in einem Bildpunkt, ich mache es ein bisschen kleiner, dass man es besser sieht, der dann da oben erscheint. Das heißt, wir haben jetzt zwei Dinge. Wir haben einmal den Abstand zur Pluslinse vergrößern können und wir haben nach wie vor diesen relativ starken Vergrößerungseffekt durch die Lupenwirkung. Das nennt man eine Brücksche Lupe, Pluslinse, Minuslinse im richtigen Abstand. Der Abstand stimmt es hier nicht, noch nicht. Wir können da noch ein bisschen spielen mit den Abständen. Ich kann zum Beispiel jetzt hier das vielleicht mal so wählen, dann hier das da draufsetzen und diesen Brennpunkt hier so wählen. Ich setze den Gegenstand im doppelten Abstand zur Brennweite der Pluslinse, platziere hier ungefähr, das ist ungefähr 5, 15, das ist knapp 30. Dann habe ich den normalen Einsatz der Brückschen Lupe konstruiert. Gegenstand, das reelle Bild wird nicht angeschaut, sondern es wird vorher mit einer Zerstreuungslinse wieder parallel gemacht. Das heißt, die Strahlen und die gelangen dann zu einem virtuellen Bildpunkt da oben.